Ja, Mahlzeit, grüß euch. Dies soll jetzt das Anschlussvideo sein von dem, was ich schon mal gemacht hatte über Ersatzteile aus dem 3D-Drucker. Und zwar wollte ich heute mal den Tachoantrieb testen. In dem letzten Video zu den 3D-Ersatzteilen, da hatte ich den ja noch in Schwarz mit einem Carbonfilament. Bin jetzt aber mittlerweile umgestiegen auf etwas stabileres hier, und zwar Nylon. Und ja, damit wir das Ganze jetzt auch ein bisschen, ich sag mal, die Messlatte noch ein wenig höher legen, nehmen wir jetzt nicht nur hier die Schnecke, sondern auch noch die Gewindeanschlussschraube, wo die Tachowelle drankommt. Die haben wir nämlich jetzt auch aus dem Material gedruckt. Hier im Vergleich mal das Original. Und um das Ganze jetzt noch ein bisschen auf die Spitze zu treiben, haben wir auch noch das Schraubritzel hier konstruiert. Einmal Original und einmal Fälschung. Und da wollen wir mal gucken, inwieweit sich das verhält und ob das funktioniert. Also von der Materialeigenschaft, das ist ja alles hier so ein bisschen, ja, leicht flexibel. Und das hier jetzt ein Probedruck gewesen, der war vom Durchmesser her noch nicht passend genug, deshalb haben wir hier auch die Kammspuren dran. Und aber auch das ist flexibel und ja, ist halt noch nicht so genau geworden. Alles ein bisschen zu klein hier und zu kurz. Weiß nicht, ob man das jetzt genau sehen kann, aber das hier ist jetzt die finale Version. Und die wollen wir jetzt mal in den Seitendeckel reinpallern. Und dann kommt das Ganze auf die rote Supra. Da ist nämlich alles im Original verbaut. Das heißt, das Schraubritzel, diese Schnecke hier, die auch ein bisschen anders aussieht, weil die rote Supra, die hat den etwas breiteren Lima-Deckel drauf, der normalerweise auf die KTM gehört. Die hat nicht den Mittelsteg hier, die hat so eine, ja, wie will man es nennen, auch ein Steg, aber der guckt eben nach oben raus, weil der Deckel halt in der Tiefe ein bisschen breiter ist. Und als Referenz nehme ich jetzt die rote Supra, weil da ein komplett neuer Tachoantrieb verbaut ist. Also alles das, was man jetzt hier hat, ist an der roten Supra. Und es kann ja durchaus sein, dass ich mich hier in der Steilheit von den Flanken, von den Zähnen vielleicht ein bisschen vertan habe, das weiß man nicht. Und ob das hier alles so funktioniert, auch von der Steilheit her, ja, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Quasi einmal komplett Original gegen komplett Fälschung. Und dann wollen wir das Ganze jetzt mal in den Deckel hier reinballern. So, um jetzt den Tachoantrieb, die Schnecke hier, zu verbauen, nehme ich erstmal Hochtemperaturfett und streiche mir davon was hier rein. Was jetzt zu viel ist, das kommt sowieso hinterher an den Seiten wieder raus, also von daher ist es nicht weiter tragisch. Ich habe da lieber ein bisschen zu viel als zu wenig drin. So, dann nochmal das Ganze hier dran. Dann machen wir den Lagernapf noch da drauf und da nehme ich meistens jedenfalls eine 24er Nuss. Ihr habt den Vorteil, der Lagernapf, der schließt genau mit der 24er Nuss hier außenbündig ab und dadurch seid ihr nicht genötigt, den Lagernapf zu tief einzupressen, weil er nämlich hinterher auch genau auf dem Aludeckel hier drauf sitzt, auf der Umrandung. Das heißt, ihr schlacht das Ding da drauf. Und wenn Ende ist, ist Ende. Dann seid ihr bündig mit dem Lagernapf, mit dem Seitendeckel hier, mit dem Kragen hier. Und lauft nicht Gefahr, jetzt den Lagernapf zu weit einzupressen, dass auch noch genug Spielraum vorhanden ist.
lassen. So, dann noch ein wenig Fett. Eine Schaumritze. Was gucken. Zweimal das Ganze hier drehen. Nee. So, ich muss jetzt gerade doch nochmal den Lagernapf rausnehmen, weil er sich auf einer Seite irgendwie verkantet hatte. Und dadurch jetzt die ganze Mimik hier blockiert hat. Und dann von der Reihenfolge her musste ich erst das Schraubritzel reinstecken und dann erst die Schnecke hier, weil das nicht funktioniert hat. Habe ich so nicht reingekriegt. Beziehungsweise das Schraubritzel habe ich nie reingekriegt. Und jetzt habe ich die Reihenfolge umgekehrt und jetzt passt das. Drehen wir den nochmal da drauf. Fest kommt ab. Ja, und das Ding, das werden wir jetzt gleich mal am Moped testen und gucken, ob er uns was anzeigt und wenn, für wie lange. Für 1 Kilometer, 5 oder 10, ich weiß es nicht. Die Testfahrt wird jetzt auch nicht so extrem groß werden. Ich werde jetzt hier 2 Vergleichsfahrten machen. Einmal mit dem originalen Tachoantrieb komplett und dann einmal mit diesem hier dagegen halten und gucken, wie die Abweichungen sind und ob das überhaupt funktioniert, und alles Weitere wird sich dann zeigen. So, dann wollen wir ans Moped mit dem Ganzen hier. So, dann werden wir jetzt mal hier in der freien Natur die Deckel tauschen. Vorne mit gedruckten Teilen, verbaut mit Originalen. Und dann werden wir die Strecke nochmal zurückfahren. Ein Teil davon dann wieder hier hin, um einfach jetzt mal einen Punkt zu haben. Und dann werde ich mal gucken, wie ich das beim Video irgendwie übereinander legen kann, dass man das eventuell sieht. Vielleicht braucht man es ja auch gar nicht. Im Endeffekt ist ja nur wichtig, dass es funktioniert und dass der Tacho halbwegs geht. Aber das werde ich dann gleich sehen. Jetzt werden wir erstmal umbauen und dann schauen wir weiter. So, wie man sieht, anhand der Gewindeanschlussschraube hier für die Tachowelle, der Deckel ist drauf, alle Schrauben sind fest. Ja, dann werden wir jetzt mal die kleine Runde nochmal drehen. Wollen wir mal gucken, was er anzeigt, vor allem wie lange er anzeigt. So, dann schauen wir mal. Thank you.
Ja, abschließend ein kleines Fazit. Also ich gehe davon aus, zumindest sah es so aus und hat auch den Eindruck gemacht, dass der Tacho doch sehr genau geht im Vergleich zum originalen Tachoantrieb. Was dann im Umkehrschluss heißt, dass der 3D-gedruckte jetzt in dem Deckel drin bleibt und da hinten dann die silberne drankommt. Die hat nämlich im Moment nur vorne eine Schnecke am Vorderrad. Weil mir bis jetzt auch immer dieses, ja, hier, wie heißt es da, nicht das Schraubritzel, das andere Teil gefehlt hat. Ich habe hier nur für den Breitbaudeckel, aber nicht für den normalen flachen. So, und deshalb kommt der jetzt, weil er ja gut funktioniert, an die Silberne dran. Hier kommt wieder der dran, der auch dran war, wie es auch sein soll. Und wie lange das dann hält, das wird uns dann diese alte Dame da drüben erzählen. Da werde ich mir den Tachostand notieren und dann mal gucken, wie lange man mit dem Kram da fahren kann. Und spätestens, wenn irgendwas davon kaputt geht, werden wir das Ganze auseinandernehmen. Dann gibt es nochmal ein Update-Video, um zu schauen, was hat jetzt den Geist aufgegeben und warum und kann man noch was ändern. Ja, das war es eigentlich schon und ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis demnächst. Ciao.